Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wir haben jetzt eine offene Welt vor uns und selbstverständlich gucken wir uns erstmal alles an. Das sind die Leute, die es übrigens nicht reingeschafft haben. Aber was haben die denn gerade versucht? Was hat er gerade versucht? Leere Nuka-Cola-Flaschen? Molotow-Cocktail, Redaway, Golduhr. Golduhr? Snippets sind aufbereitetes Wasser, sauber. Der Knopf funktioniert nicht. Aber ich muss doch noch mal runter. Oh! Okay, wir kommen jederzeit wieder runter. Das wollte ich nur einmal getestet haben, um später nochmal wiederzukommen. Wegen des Meisterschlosses. Ich werde sie mir alle merken. Alle Meisterschlösser werde ich mir merken, Freunde. Dann würde ich aber jetzt wieder hoch, bitte. Gott, ist das laut. Okay, wie aktiviere ich das wieder? Ach so. Jedes Mal, wenn wir uns draufstellen, fährt automatisch los. Das ist gut zu wissen. Das werden wir auch brauchen. Denn früher oder später kommen wir wieder, um das zu holen, was uns gehört. Oder uns gehören wird. Es gehört uns ja noch nicht. Wobei, eigentlich gehört mir alles auf dieser Welt. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Der Typ ist hier runtergerutscht, vor Langeweile. Wir schauen mal, was wir hier noch so finden. Wie, das dreht sich noch? Tischventilator. Kann sich das noch drehen? Ich meine, es muss ja mindestens 10 Jahre her sein, oder? Oh, Kronkorken. Kaffeekanne. Nehmen wir doch jeden Scheiß mit. Ah, oh, 10 mm Pistolenkugeln. Schreibtisch ist leer. Kram. Kram ist was zu essen. Nur für alle, die bei Fallout 4, bei Fallout im Fallout-Universum nicht so bewandert sind. Kaputte Autos, wo das Auge reicht. Na gut, ich würde sagen, wir gehen als allererstes natürlich zu unserer ersten Quest. Wir werden selbstverständlich erstmal anfangen, Quests zu lösen, bevor wir dann anfangen zu erkunden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Quest finden, werden wir die erstmal machen. Ich würde am liebsten hier langlaufen und direkt erkunden. Aber ich werde erstmal Sachen untersuchen. Und zwar unsere Quest untersuchen und dann später auf jeden Fall werden wir uns noch aufmachen, den Rest zu untersuchen. Das sind die, die wir noch gesehen haben, ne? Die nicht reingekommen sind. Die um die Vault herum standen. Ich muss mich ab und zu mal ein bisschen umsehen. Sobald wir irgendwie ein Gebäude finden oder so, gehe ich da definitiv rein. Ich muss mich auch an diese neue Karte gewöhnen. Was war das? Ach, Blumen. Wir können Blumen sammeln. Wow. Unsere Frau ist aber tot. Wem soll ich das denn geben? Okay, da vorne ist eine Statue und eine Rakete. Da ist auf jeden Fall ein Haus. Was soll diese Statue bedeuten? Sanctuary. Ah, die Statue ist vielleicht eine Stadt. Oder vielleicht hat jeder Ort sein eigenes Symbol. Oldschool-Musik. Tischventilator. Ich nehme so viel Kram mit, bis ich nichts mehr tragen kann. Dann weiß ich schon mal, wie viel ich tragen kann. Wobei, eigentlich kann ich es auch so sehen, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Abgeschlossen, geh nach Hause. Wie, das ist mein Zuhause? Nee, das ist doch nicht mein Zuhause. Oder? Was war das für ein Geräusch? Die ist leer, ne? Es wäre schön, wenn da noch stehen würde, leer oder voll. Blechdose. Also das ist meine Heimatstadt, aber das ist nicht mein Zuhause. Mein Zuhause sah anders aus. Hier ist ja nicht mein Kinderbett. Wo fange ich an zu erkunden? Cotsworth? Ich glaube, wir gehen gleich mal zu ihm.
ziemlich. Kakerlaken, ey. Eine Zigarre. Oh, die Coca-Cola-Flasche ist noch voll. Und das Essen auch. Das ist schon mal sehr gut. Unsere ersten kleinen Einzelheiten, die wir einsammeln. Ach, ist das schön. Oh, ein Ölkanister. Ich sammle alles ein. Alles meins. Step back, run away. Oh, ja. Das tut doch gut. Da freut sich meine Fallout-Seele. Endlich kann ich wieder Stimpact sagen. Ich sag ja jetzt jedes Mal schon Stimpact bei jedem Spiel. Oh. Schloss knacken. Meine Lieblingsaufgabe, Freunde. Mit RS drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass RS los und positioniere die H-Klammer mit LS neu. Deine H-Klammer ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich hab's geschafft. Cool. Bin ja auch geübt. Armee-Uniform. Oh. Wie komme ich nochmal in meinen Pip-Boy rein? Ach, genau. Inventar müssen wir gehen und dann Kleidung. Ist ja nicht dasselbe, ne? Nur, dass das hier neu ist und das ist alt. Ehering. Mein Ehering hat Wert, ich kann mein Ehering verkaufen, okay. Gewicht, Wert, Schadensresistenz 5, Red-Resistenz 10. Stärke plus 1, Beweglichkeit plus 1, Gewicht 3. Ah. Deswegen konnten wir nur so wenig Werte vergeben, weil die Gegenstände, die wir einsammeln können, geben uns direkt schon Werte. Na gut. Automatisch speichern. Das freut mich doch. Wie war das nochmal? Genau. Schöne Uniform. Setzen wir uns mal hin. Oh. Sieht gut aus. Will wieder zurück in die... Genau. So, was haben wir denn noch hier so schönes? Wir haben in den Garten gar nicht reingeschaut, ne? Eine Hundehütte. Vielleicht Dogmeat schon in der Nähe? Würde ich faszinierend finden. Ungefüllter Kickball. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollten, aber gut. Rennen wir mal zu diesem Gebäude. Gucken, was wir hier so schönes drin haben. Ich glaube, der Fenster funktioniert nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr aktivieren. Schade. Würde mich ja gerne interessieren, was in der Glotze so läuft. Küchenwaage. Wieso nicht? Keramikschale kriegen wir hier geschenkt. Kann man ja gebrauchen. Das Wasser funktioniert leider nicht, aber wir haben ja sowieso noch Essen dabei und alles. Wir haben ja die Red-Kakerlaken getötet und ein Medex. Nice. Es lohnt sich immer, die Welt von Fallout zu erkunden. Da findet man jede Kleinigkeit auf jeden Fall. Aktenschrank. Safe. Provisorische Bombe. Entsperrter. Okay, gut, da muss ich einmal kurz schnell speichern. Das Ding will ich doch knacken. Ja, easy. Schön. 38er Patrone, 10 mm Patrone. Impro-Pistole. Schicke Haarbürste. Schrotpatrone und Vorkriegsgeld. Ja, nice. Ja, nice, Freunde. Was haben wir denn da so Schönes gefunden? Impro. 17 Schaden. Achso, das ist unsere derzeitige Waffe, 17 Schaden, oder was? Nee, Schaden 18. Ja doch, unsere derzeitige Waffe wahrscheinlich. Ja, unsere derzeitige Waffe macht 17 Schaden. Diese Schaden, die Impro-Pistole macht 13 Schaden. Aber die 10 mm 18. Feuerrate.
Ist zwar höher, Reichweite ist genau gleich. Präzision ist schlechter. Was soll denn das für eine Impro-Kanone sein? Gott, ist die Scheiße. Aber wir nehmen die einfach mal, just for fun. 10 Minuten. Ah, wohl, komm. Schlagstock. Solange wir auf kleine Tierchen treffen, sparen wir die Munition. Wer weiß, wann wir sie brauchen. Maulwurfsrattenzähne? Okay. Wieso nicht? Wo? Rückwärts laufen ist ein guter Trick gegen die. Habe ich gerade rausgefunden. Und die nehme ich nicht zu dir. Wir hauen die immer noch mit einem Schlag weg. Finde ich gut, finde ich gut. Kann auch gerne so bleiben. Okay, CV-Dinner brauchen wir wahrscheinlich nicht, so ein Tablett. Leere Milchflasche. Ja, hier steht leer drauf, weil man wahrscheinlich den Inhalt nicht sehen kann. Hundefutter in der Dose. Hoffe ich, dass wir hier so viel Hundekram kriegen, ne? Ist Dog Meat vielleicht in der Nähe? Dich kann ich nicht aufsammeln. Captain Cosmos. Der alte gute Captain Cosmos. Das nächste Lied ist von Roy Brown. Es heißt Butcher Pete. Okay, seltsam. Das Radio funktioniert. Dann wäre ich jetzt der Typ hier in unserer Story. Dann wäre ich auf jeden Fall überrascht, dass das Radio funktioniert. Wenn gerade auch wegen des Stromproblems, ne? Der Briefkasten ist leer. Da ist Cotsworth. Gehen wir doch direkt hin, aber erstmal gucken wir in dieses Gebäude hier rein. Leere Coca-Cola-Flasche, hier waren wir doch gerade. Ja, hier waren wir schon drinne. Aber ich habe die Kaffeekanne nicht mitgenommen. Wieso? Wieso? Kronkorkenvorrat. 22 Kronkorken, cool. Ja, wieso habe ich die Flasche nicht mitgenommen, wenn ich hier drinne wäre? Ich habe ein bisschen Angst, Radio anzumachen. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Und dann lade ich die Folge hoch und gucke, ob die getriggert wird. Aktenschrank, Kommode. Ansonsten ist hier nichts drin, ne? Wer hier immer noch alles in Ordnung hält. Was ist passiert? Cotsworth! Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Was? Leben kommt sowas vor. Was? 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Etwas mehr als 210, Sir, wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert.
Manchmal halten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu übergeben. Wie schwer ist es, jemanden zu überreden? Erkennst du an der Farbe? Gelb einfach, orange mittel, rot schwer. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, sie und ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, ihre Frau wollte es ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Schatz hinzugefügt. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihre Frau und den kleinen Sean noch. Na gut. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Eventuell werden wir ihn aber zurückschicken, wenn er zu aggressiv wird. Aber gehen wir erstmal bei uns rein. Ja, so hatte ich das in Erinnerung. Also, ich nehme erstmal die Lampe mit. Grockner, der war bar. Der Ton war sehr laut. Grockner der Barbar, du hast eine Ausgabe von Grockner der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Ja, nice. Die war beim letzten Mal noch voll. Kaffeedose. Pfeffermühle. Salzstreuer. Brotkasten. Ja, nehme ich alles mit. Ich glaube, Cotsworth macht hier ein bisschen einen auf Gangster, ganz alleine. Ich weiß, ich bin eigentlich normalerweise ein Typ, der ohne Begleitung läuft. Ich glaube, ich stehe gleich wieder nach Hause. Mist Dandy Treibstoff. Oh, cool. So, Schraubschlüssel. Eine kleine Probe. Ja, gut. Zumindest können wir die Räume wechseln. Das Spielzeugauto nehmen wir definitiv mit. Und die Klötzchen. Babyrassel. Ich komme, Kumpel. Definitiv. Ach, das ist ein Radio. Das Spiel nehmen wir auch mit, das kennen wir ja. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Das Spezial. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Oh. Dann würde ich glatt mal auf Glück sagen, oder? Glück. Das heißt, so eine Dinger finden wir wahrscheinlich öfters, ne? Okay. Muss ich mich das nächste Mal vorbereiten. Goldenes Sturmfahrzeug. Ist wahrscheinlich viel wert, so wie die goldene Uhr. Aber gut. Cotsworth. Oh, Cotsy, Wurfy, Wurfy. Wo bist du? War ich hier schon drin?
Offensichtlich nicht. Provisorische Batterie. Aber noch so, was ist das hier gewesen? Powerrüstungsstation. Du kannst jetzt die Werkstatt von... In deine Powerrüstung diese... Aha. Werkstatt, Werkbank. 10 mm. Verlängerter Lauf. Oh. Ich habe schon ein paar Sachen zu verbessern. Reichweite, Wert und Gewicht sinkt. Check. So, können wir beim Wächterstock irgendwas machen? Keine Verbesserung möglich. Okay, benötigt Rang 2 Schmied und benötigt Rang 1 Wissenschaft. Hm, gut zu wissen. Bei der Impro vielleicht noch irgendwas? Oh, tatsächlich. Können wir irgendwie Schaden erhöhen? Nicht wirklich. Ah. Können wir noch Präzision erhöhen? Wieso nicht? Standardmagazin. Achso, das ist automatisch drin, ne? Ah, finde ich cool. Wir können die Waffen personalisieren. Ja, nice. Nice, nice. Gefällt mir. So kann es gerne weitergehen. Klebeband. Hätten wir vielleicht noch irgendwas machen können? Warte, warte. Verlassen. Ich habe gerade noch was gesehen. Achso, das kann ich nicht aufheben. Auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt können wir hier ein paar Sachen herstellen. Haben auch schon die erste Waffe verbessert. Finde ich cool. Und jetzt durchsuchen wir hier nochmal kurz alles. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Freunde, es tut mir leid, aber ich bin halt so ein Typ, der gerne alles durchsucht. Ich kann nicht anders. Das ist mein Leben. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Das kann man gebrauchen. Und ihr seht schon, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, alles zu durchsuchen. Okay, jetzt haben wir hier alles eingesammelt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit der Werkbank vielleicht noch mehr machen können. Wir können das Gewicht erhöhen, was uns natürlich nichts bringt. Und leichter Verschluss erhöht zwar das Gewicht... Denn die verringert das Gewicht. Aber verringert auch den Schaden. Ja, nehmen wir das hier nochmal. Nice. Kann man benutzen. Ups. Ich habe mich ein bisschen erschrockt. Erschrockt. Erschreckt. Ich wollte eigentlich die Waffe hier auswählen. Okay, ich denke mal, wir schicken Cotsworth zurück. Ich würde gerne alleine laufen und die Gegner platt machen. Einfach ein bisschen genießen. Er hat die Blechfliege platt gemacht. Warum? Kaugummi. Hundenäpf. Hier sind überall so... Cotsworth! Hör auf, meine Gegner platt zu machen. Ich will das alleine machen. Oh, safe. Okay, 2 Haarklammern übrig. Easy going. Geschafft. Buffout, Golduhr, Impro-Pistole schon wieder, Jet, Mentals und Vorkriegsgeld. Wieso nicht? Kristalldick. Oh. Das hört sich wertvoll an. In der Toilette ist nichts. Ein Plastikkürbis. Oh, den nehme ich mit. Als Dekoration. Ich weiß, dass man Häuser bauen kann. Das weiß ich, Freunde. Ich weiß, dass man Häuser bauen kann. Ist das nicht toll? Ansonsten ist hier leider nichts, ne? So, wo ist Cotsworth? Er nimmt mir hier meinen Job weg. Das finde ich nicht so in Ordnung. Hier kommen wir anscheinend nicht rein. Cotsworth, hi. Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder?
Schon okay. Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Gute Idee. Dreieckiges, gefaltete US-Flagge. Wieso nicht? Kann man auch gebrauchen. Gibt's da sonst noch was zu klauen? Blähfliegenfleisch? Weiß nicht, ob wir verhungern können im Überlebensmodus, aber es wäre schon echt cool. Ansonsten werde ich mir die Mod auf jeden Fall zulegen. Dass man verhungert. Wenn, dann wird es sowieso eine der ersten Mods sein, die rauskommen. Spielzeugauto und Babyrassel. Noch ein Kürbis und ein Safe. Oh. Easy going. Ja. Impro-Pistole. Ja, mal wieder, ne? Kann man alles verkaufen, also von daher sehe ich das nicht so wild. Lässiges Outfit. Schirmlose Lampe. Wir brauchen noch einen Schirm für die Lampe. Okay. Das zu diesem Dorf. Unserem Dorf. Unserem kleinen Städtchen. Ich glaube, jetzt haben wir alles erkundet. Und das müssten wir eigentlich auch erkundet haben, ne? Ah, oder auch nicht. Löscher? Wieso nicht? Kann auch nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, wer da versucht hat, irgendwas zu löschen, aber es dürfte wohl nicht geklappt haben. Sturmfahrzeug. Ihr seht schon, dieses Spiel ist quasi für mich prädestiniert. Gott, war das laut. Weil ich hier wirklich alles einsammle. Munitionskiste. Hm. Forschungsreagenzglas und Ushanka? Ich keine Ahnung, was eine Ushanka ist, aber ich nehme mich mit. Nehme ich mit. Und die Jungs haben hier kein Safe oder was? Das halte ich für ein Gerücht. Ah, scheint so, als hätten die wirklich kein Safe. Schade. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute mit Fallout 4. Wir sehen uns morgen dann wieder zu einer neuen Folge. Ups, Folge. Und dann gehen wir mal in die nächste Stadt und gucken, ob wir da vielleicht die ein oder andere Nebenquest an Land ziehen, damit wir auch mal ein bisschen die Gegend erkunden können. Haut rein, euer Zero. Tschüss.